Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Der Dienst der Kirche, der Dienst unseres Glaubens ist nicht ganz einfach, denn wir verkünden etwas, was wir so nicht sehen können. Im ersten Petrusbrief heißt es: Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude. Ihn, den wir so nicht sehen können, glauben wir aber. Und es ist gerade der Dienst der Kirche, unser Dienst als Christinnen und Christen, unaussprechlich zu jubeln und uns von Herzen zu freuen, dass wir glauben dürfen. Dass wir glauben dürfen an etwas, was wir so nicht sehen können, was wir doch aber in unserem Alltag konkret werden lassen können. Ihn, unseren Gott, der die Liebe ist, durch die Liebe, die wir leben, durch die Freude, die wir weiterschenken, durch Trost und Hoffnung, die wir einander geben. Das ist unser Dienst. Auch an jemandem, den wir so nicht sehen können, können wir trotzdem voll Freude tätig werden füreinander. Das ist der Dienst der Kirche. Lasst ihn uns jeden Tag neu tun. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, unser Herr, auch wenn wir dich nicht sehen, so lebst du doch in unserer Mitte. Hilf uns, dass wir den Dienst, den du uns vorgelebt hast, den Dienst der Menschen konkret werden lassen in unserem Alltag und voll Freude und innerer Bereitschaft da sind, diesen Dienst zu vollziehen. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns auch morgen in unsagbarer Freude darüber zu jubeln, dass du uns den Glauben geschenkt hast und wir ihn leben dürfen in unserer Welt und Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.